Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geschätzte Kolleginnen, geschätzte Kollegen, geschätzte Damen und Herren Parlamentarier, geschätzte Damen und Herren. Zuerst besten Dank für die Einladung und die Gelegenheit, zum Thema Open Source hier ein paar Worte aus Zugesicht an Sie zu richten. Dabei möchte ich vorausschicken, dass der Kanton Zug eigentlich keine politischen Vorstöße hat in diese Richtung, dass wir wohl eine riesen Anzahl von lizenzierten Softwares haben. Es sind also weit über 300 lizenzierte Softwares. Und dass auch bei uns natürlich das Ziel besteht, diese lizenzierten Softwares zurückzufahren und möglichst auf Standardsoftware zu setzen. Das Thema, den Bereich, den ich heute ausleuchten möchte, das ist das Internet und das Intranet. Und das war bei uns einfach in die Jahre gekommen und es musste abgelöst werden. Und in diesem Zusammenhang haben wir die Chance genutzt, komplett auf der grünen Wiese von Grund auf neu zu beginnen, alte Zöpfe abzuschneiden und uns auch in diesem Zusammenhang für E-Government zu rüsten, mobile Arbeitsplätze, die immer bedeutender werden, eben auch in die Überlegungen einzubeziehen. Da es sich in diesem Bereich Internet, Intranet hauptsächlich um Informationen handelt, ist das Projekt in erster Linie dann bei uns als Informations- und Organisation und nicht als Technologieprojekt angelegt worden. Die Technologie ist sicher sehr wichtig, doch soll sie für den Benutzer möglichst dezent im Hintergrund bleiben. Im Jahr 2006 erfolgte der Startschuss für das Projekt. Entscheidend für dieses Projekt war die breite Abstützung. Aus diesem Grund waren im Projektteam neben allen Direktionen auch die Zuger Gemeinden vertreten. Da muss ich vielleicht noch ergänzen, dass der Kanton Zug für alle Gemeinden die Informatik betreibt und wir viele Lösungen haben, die zentral beim Kanton gewartet und angeboten werden und die Gemeinden diese dann auch nutzen. Also die Zusammenarbeit ist sehr intensiv. Wir haben mindestens zweimal im Jahr mit den Gemeindevertretern einen Austausch, in welchen wir definieren, was die nächsten Projekte sind. Also die Gemeinden waren da vertreten, jede Direktion war dabei. Wir haben Spezialisten aus der Privatwirtschaft, der Forschung und Entwicklung mitgenommen und damit, denke ich, war eben ein doch kompaktes Wissen vorhanden. Dieses Projektteam erarbeitete zuerst einen Anforderungskatalog. Wenn Sie die Verwaltung kennen, wahrscheinlich hier auch einen Wunschkatalog. Es musste ja, oder man wollte ja möglichst vieles darin einbauen. Und dieser Anforderungskatalog, darauf wurde dann die Ausschreibung gemacht. Also wir haben hier, wie es notwendig ist, den Markt spielen lassen und waren dann natürlich gespannt, mit welchen Lösungen die Wirtschaft oder die Anbieter dann an uns herantreten. Das Rennen hat dann eine Open-Source-Lösung gemacht. Das war das CMS Blown von 4Teamwork und Herr Bühler, der Geschäftsführer, der ist heute auch hier, er sitzt dort hinten. Seine Firma hat das Rennen gemacht, einfach deshalb, weil die Lösungen und die Produkte besser waren, überlegen schienen als Konkurrenzprodukte. Anfangs 2008 ist dann in einem ersten Schritt der neue Internetauftritt online gegangen. Sie sehen zwei Jahre später, im Sommer 2009 dann das neue Intranet und im Sommer 2010 haben wir dann Internet und Intranet zu einer gemeinsamen Plattform iZug zusammengelegt. Unser iZug ist das erste Projekt in dieser Größenordnung, das wir mit Open Source realisiert haben. Und ich darf feststellen, wir sind zufrieden und wir haben damit gute Erfahrungen gemacht. Aber ich will da hier das offen und ehrlich sagen, dass natürlich auch bei der Frage Open Source bei uns das nicht Priorität hatte. Es war nicht von uns,
es war nicht das Ziel, einfach Open Source einzusetzen, sondern wir wollten eine gute Lösung haben. Also wir wollten pragmatisch, lösungsorientiert für unsere Probleme die Lösungen suchen. Vorteile von Open Source, ich glaube, es wurde schon bekannt, wegfallende Lizenzkosten. Diese Kosten können wir in die Entwicklung investieren. Es gibt verschiedene Module und Lösungen, die wir gar nicht entwickeln mussten, sondern wir konnten sie übernehmen. Zum Beispiel von meiner Kollegin Basel-Stadt haben wir auch Lösungen übernehmen können. Wir sind damit nicht da einfach abhängig von einer Firma. Mit den Standards sind Schnittstellen in andere Anwendungen möglich. Für ein spezifisches, vielleicht ein kleineres Problem, hat uns sogar ein Entwickler in Südamerika die Lösung geliefert, ebenfalls kostenlos. Das heißt, wir profitieren über diese Open Source eben auch von Entwicklern rund um die Welt. Es gibt aber auch Nachteile. Wir sind immer hin und wieder mit der Ansicht konfrontiert, dass Open Source professionellen Ansprüchen nicht zu genügen vermöge. Es wird aber nicht unbedingt gut fundiert begründet. Es wird einfach vielfach eben auch wieder kolportiert. Es hat vielleicht damit zu tun, dass natürlich das eine andere Anwendungsoberfläche ist, anders gearbeitet werden muss und halt eben auch viele Personen damit vielleicht Mühe haben, sich plötzlich mit neuen Systemen zu befassen. Der alte Internetauftritt wurde durch eine zentrale Stelle bewirtschaftet. Also jede Änderung wurde als Wartungsauftrag gemeldet und es wurde zentral angepasst. Heute ist es anders, es ist dezentral. Wir haben eine dezentrale Bewirtschaftung, also jedes Amt ist selber zuständig, dass was Sie auf dem Netz haben, dass das aktuell ist. Das ist also ist mehr Freiheit da, aber damit natürlich auch mehr Verantwortung. Damit komme ich jetzt zu Beispielen. Und ich möchte Ihnen zeigen, wie unser Auftritt aussieht, wie wir das umgesetzt haben. Das ist die Startseite des Zuger Internetauftrittes. Sie sehen auf der oberen Seite eine Foto, die jeweils angepasst wird nach Jahreszeit. Sie sehen dann, muss ich vielleicht noch schon nicht reden. Sie sehen dann, das kann man leider nicht sehen. Sie sehen hier die Private, Sie sehen für Unternehmen und für die Behörden. Also wenn ich als Nutzer draufkomme, dann kann ich, und so ist es aufgebaut, vor allem von der Nutzerseite her. Wir haben uns überlegt, von der Nutzerseite hinzugehen, nicht von der Angebotsseite. Also der Nutzer kommt hier, sieht sich als Unternehmen. Dann haben wir hier eine aktuelle Liste. Mann, schade. Mit den verschiedenen Hinweisen. Hier die Top-Links, die jeweils Also auf dem Internet ist es natürlich besser sichtbar. Sie haben hier unten Top-Links, Sie haben Service-Links. Die werden durch System automatisch zusammengesucht. Die Links, die am oder
die Information, die am meisten nachgefragt wird, die erscheint dann auf der Oberseite, also auf der Frontseite. Sie haben hier einen Warenkorb. Es ist gedacht, dass eben dann auch bei uns Produkte eingekauft, bezahlt und bezogen werden können. Und Sie haben hier eine Suchfunktion. Zu dieser Suchfunktion muss ich sagen, dass wir dort noch Probleme haben und nicht ganz zufrieden sind. Dort muss noch nachgeliefert oder nachverbessert werden. Dann sind bei uns, wie gesagt, alle Gemeinden auf der eingebunden, und die Gemeinden haben das ähnliche Profil wie auch der Kanton. Also von daher ist es, wenn man das System mal kennt auf Kantonsebene, dann eben auch auf Gemeindeebene dann gleich, und das geht natürlich dann viel schneller, wenn man etwas sucht, dass man es dann findet. Ebenfalls eingebunden sind mit uns verbundene private Organisationen, hier zum Beispiel die AIDS-Hilfe Kanton Zug, die hat dann ein leicht anderes Bild. Sie erscheint natürlich auch mit ihrem Logo, aber sie hat auch natürlich die gleichen Funktionalitäten wie der Auftritt des Kantons. Jetzt komme ich ins Intranet, das früher weniger genutzt, heute natürlich dank der neuen Lösung besser genutzt. Und das Intranet bietet hier einen persönlichen Arbeitsplatz, der individuell ganz frei gestaltbar ist. Also es sind alles so kleine Boxen, eine Box Arbeitsräume, eine Box Favoriten. Das ist unglaublich. Eine Box Favoriten, der springt einfach weiter. Eine Box aktuell, und der Nutzer ist frei, diese Boxen alle so zu platzieren, wie er es gerne machen will. Und sein Arbeitsplatz ist geschützt, also nur er kann auf diesen Arbeitsplatz zugreifen. Andere haben nicht die Möglichkeit, auf seinen Arbeitsplatz zuzugreifen. Dann haben wir ein Organisationshandbuch. Es ist in jeder Verwaltung ja so, dass es viele Informationen gibt, die zum Teil eben nicht dort ankommen, wo sie sein sollten. Oder wenn es dann bei der Umsetzung ist, dann es die Umsetzung unterschiedlich gehandhabt wird. Ich erwähne hier zum Beispiel parlamentarische Vorstöße, die ja über den Kantonsrat eingegeben werden, aber dann je nach Direktion bearbeitet und beantwortet werden. Und da gibt es bei uns 7 Direktionen, und dass das hier überall gleich gehandhabt wird, ist es hier in diesem Organisationshandbuch geregelt und abgelegt, und alle Mitarbeitenden des Kantons können auf dieses Organisationshandbuch zurückgreifen. Es gibt nur dieses, und es gibt sonst keine Ablage mehr von übergreifenden Handlungsanweisungen. Es ist das einzige Organisationshandbuch. Dann ist ein Fokus eingebaut, das ist Fragen und Antwort. Da kann ein Mitarbeiter in der Finanzverwaltung eine Frage hat zur Informatik, kann er im Fokus diese Frage platzieren, und andere Mitarbeiter in der Verwaltung, die schon mal vor der gleichen Fragestellung gestanden sind, können dann zu diesem Thema eine Antwort schreiben. Also das funktioniert auch sehr gut. Und was wir neu am Bauen sind, ist ein Geschäftsverwaltungssystem. Wir haben heute ein Konsul, ich weiß nicht, ob das Ihnen etwas sagt. Konsul ist vor allem eine Archivierungssoftware. Aber wir machen unsere Geschäftsverwaltung auf diesem System, und dieses muss abgelöst werden, weil es auch in die Jahre gekommen ist. Und OpenGaver scheint für uns die Lösung zu sein. Wir sind dort noch am Bauen. Es ist leicht verzögert. Wir möchten eigentlich schon mit den Piloten starten. Das wird dann erst im Frühjahr sein.
dann komme ich noch zum Arbeitsraum und das ist übergreifend. Ich kann als Mitarbeiter im Kanton Zug einen Arbeitsraum eröffnen und kann Teilnehmer dazu in der ganzen Schweiz berechtigen, in diesen Arbeitsraum zu schauen. Zum Beispiel können wir hier eine nationale Arbeitsgruppe managen. Wir können darin alle Einladungen ablegen, alle Protokolle ablegen. Wir können Zusatzberichte und so weiter in diesem Arbeitsraum managen. Und wie ist das System aufgebaut? Vielleicht einfach so, in der Mitte I-Zug und rundherum gruppieren sich dann die verschiedenen Leistungen. Sie sehen nach unten die Administration bis zur Geschäftsverwaltung, nach rechts die Zusammenarbeit mit den Gemeinden bis hin zum Fokus und zum Organisationshandbuch, nach oben dann der Ausbau Richtung E-Governments, wo dann eben die Einwohnerinnen und Einwohner angeschlossen werden können. Vielleicht noch, wenn ich jetzt weitergehe, zu den Projektkosten. Ich denke, das wird Sie vor allem auch interessieren. Wie ich gesagt habe, sind wir jetzt knapp 4 Jahre unterwegs. In diesen 4 Jahren sind rund 1 Million Kosten angefallen. Kosten für Planung, Submission, Realisierung und Migrationsaufwand. Die Entwicklung der Geschäftsverwaltung OpenGaver, das wird uns rund 500.000 kosten. Dieser Betrag entspricht etwa Lizenzkosten. Ich denke, das wird etwa aufgehen. Für den laufenden Betrieb, für die Wartungskosten, Internet, Intranet-Server, Fehlerkorrekturen, Weiterentwicklungen haben wir für das nächste Jahr rund 200.000 Franken budgetiert. Spezifische Fachanwendungen von Amtsstellen müssen die Amtsstellen selber budgetieren. Vielleicht ein kleiner Vergleich: Das Intranet hat uns damals, als wir es gekauft haben, 130.000 Franken gekostet. Die jährliche Wartung betrug 25.000 Franken. Nur wurde das Internet leider nicht stark oder einfach fast nicht gebraucht. Den Nutzen aus diesen Zahlen. Von der ersten Sitzung bis zur Veröffentlichung des Internetauftrittes dauerte es 2 Jahre. Heute arbeiten rund 2.500 Personen mit dem I-Zug. Davon sind 1.600 Angestellte des Kantons, der Zugergemeinden und der kantonalen Schulen. Und gegen 1.000 Personen sind verwaltungsexterne Nutzer. Eingerichtet sind rund 400 Arbeitsräume, das war gesagt, ja, verwaltungsübergreifend, also mit anderen Kantonen und bis zum Bund. Es gibt neben dem Organisationshandbuch rund 90 weitere Bücher in ähnlicher Form und es gibt rund 70 Fokus. Von diesen 2.500 Nutzern sind 150 Personen als Webredaktoren ausgebildet worden. Einzelne Webredaktoren haben sich selber weitergebildet, haben sich also problemlos in diese neue Technologie eingearbeitet. Rund 60 Amtsstellen des Kantons, der Gerichte, des Parlaments und 2 Gemeinden, die kantonalen Schulen und rund 20 Gastauftritte sind im Zuger E-Government-Portal integriert. Also Sie sehen, es ist schon ziemlich breit oder verbreitet und es ist sehr, sehr stark genutzt. Sie haben gesehen, wir konnten zurückgreifen auf Entwicklungen von anderen Kantonen und von anderen Organisationen. Es ist so natürlich, das, was wir jetzt entwickelt oder weiterentwickelt und weitergebaut haben, dass wir auch das natürlich dann kostenlos anderen Nutzern zur Verfügung stellen werden. Von daher ist Open Source sicher ein guter und ein gangbarer Weg. Aber es ist für uns nicht eine Glaubensfrage, sondern es ist eher eine Anwendung. Es muss einfach eine gute
Nutzung, es muss die Probleme, die wir haben, für die muss es uns gute Lösungen bieten. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche noch einen schönen Abend und uns beim Weiterausbau unseres E-Zugs weitere Ausdauer. Und ich denke auch so, dass es so weitergeht, wie wir bis heute unterwegs gewesen sind. Besten Dank. Sind auch hier noch einige Fragen gleich? Ja, hier vorne. Sie haben Consul erwähnt. Der Kanton Solothurn verwendet, glaube ich, auch Consul. Und das wird auch das nächste Jahr, wird das ersetzt mit einem Programm, das heißt Ambassador. Das ist also Consul einfach portiert auf Java, sodass es plattformunabhängig ist. War das bei Ihren Überlegungen auch ein Thema oder ist es ganz klar, dass das OpenGL etwas fortschrittlicher ist? Als wir uns entschieden haben für diese Open-Source-Lösung, haben wir dann gesehen, dass innerhalb dieser Open-Source-Lösung eben OpenGL schon vorhanden ist. Und da war es für uns dann natürlich klar, dass wir diesen Weg gehen möchten, weil es schon Modelle gab, die uns praxistauglich schienen. Es war für uns nicht eine Überlegung, diesen Weg zu gehen. Inwieweit ist die Authentifizierung mit Swiss ID bei euch schon realisiert? Das ist eigentlich auch das große Problem, das wir auch haben, weil wir haben den Ausbau von E-Government-Lösungen vor allem deshalb auch immer ein bisschen gebremst, weil wir brauchen eine Swiss ID. Wir brauchen eine klare Identifizierung und wir sind heute noch nicht ganz sicher, ob das mit Swiss ID schon der Standard ist, den es in Zukunft sein wird. Haben Sie nicht das Gefühl, genau das ist das Problem? Das ist ein großes Problem, ja. Es gibt ja mehr als es gibt Swiss ID und da gibt es noch zwei, drei andere Lösungen, die vielleicht auch denkbar sind. Und, wir sind bis jetzt sehr zurückhaltend gewesen, weil wir nicht eine Lösung bauen möchten, die dann nicht in Zukunft Bestand haben wird. Wie stark haben Überlegungen der Datensicherheit die Entscheidungen beeinflusst? Das ist im Moment gerade wieder ein großes Thema. Ja, wir haben einen sehr strengen Datenschutzbeauftragten und es ist die Voraussetzung, dass die Datensicherheit gewährleistet sein muss. Und ich gehe jetzt nicht davon aus, dass jetzt bei diesem, also wir haben das auch geprüft, ob die gewährleistet ist. Und ich habe bis jetzt auch noch nie, auch von uns im Datenschutzbeauftragten, nie die Rückmeldung erhalten, dass aus Datenschutzgründen da gewisse Vorbehalte vorhanden wären. Dort hinten ist noch eine. Ganz hinten. Wie ist aus beschaffungsrechtlicher Sicht die Beschaffung dieser Plattform erfolgt? War es eine Ausschreibung? Ja. Es gab eine Ausschreibung, wir haben eine Submission gemacht nach Submissionsvorgaben und das Produkt war überzeugend und deshalb haben wir dieses Produkt gewählt. Es war eine normale Ausschreibung. Könnte das OpenGL mit Blown Damage, könnte das zu einem Standard für Kantone werden? Hat das Potenzial, dass alle zusammen da etwas entwickeln? Die Kantone sind ja eigentlich alle gleich, oder? Könnte vielleicht sein. Ich frage mich manchmal auch, wieso gibt es so viele unterschiedliche Lösungen, oder? Wir haben Steuern zum Beispiel, alle Kantone erheben Steuern, aber wir kennen x verschiedene Steuern. Wir kennen x verschiedene Softwarelösungen. Wir betreiben eine mit Solothurn. Ja, wieso sind nicht mehrere Kantone dabei, oder? Und das ist die Einwohnerregister und so.
Vielleicht könnte das eine Lösung sein, aber ich weiß nicht, ob es so weit kommen wird. Die letzte Frage. Eine Anschlussfrage. Welche Kantone haben sich bei Zug schon informiert, wie und ob es Möglichkeiten gäbe, dieses Modell oder Teile dieses Modells zu übernehmen? Gibt es Interessenten oder umgekehrt gefragt, ist das noch viel zu wenig bekannt? Ist heute dieser Abend der Abend, wo hoffentlich bekannt wird, was Zug hier geleistet hat und dass es eigentlich zu übernehmen wäre? Und ich denke, das wäre sehr interessant von Ihnen zu wissen, gibt es bereits interessierte Kantone und wie schätzen Sie es ein, wenn es sie noch nicht gibt? Wann gibt es sie? Also ich möchte mich jetzt nicht dazu versteigen und sagen, dass wir etwas gemacht haben, das es noch nicht gibt. Also es ist sicher wahrscheinlich schon ein großer Schritt gewesen, den wir gemacht haben, aber ich gehe davon aus, dass es auch ähnliche Beispiele auch an anderen Orten gibt. Und dann ist ja unser Auftritt ist ja im Netz, also da kann man frei reinschauen, wie viele konkrete Anfragen gestellt wurden, das weiß ich nicht. Ich bin als Politiker bin ich ja nicht bei den Leuten, die vor Ort das bauen und realisieren. Da habe ich jetzt nicht zurückgefragt. Ich weiß einfach, dass unser Auftritt noch etwa dreimal schon ausgezeichnet wurde als gute Lösung. Wie viele konkrete Anfragen gestellt sind, das weiß ich nicht. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Und auch Ihnen ein Taschenmesser, das ist übrigens ein Cypher-Tool. Mit diesem Cypher-Tool soll man scheinbar in der Lage sein, einen kompletten Personal Computer zu zerlegen und wieder zurückzubauen. Ja.